Er ist dem Tanzsport treu geblieben. Bill Irwin. Und eine Besonderheit der German Open sind die sogenannten Lectures berühmter Tanzgrößen. Bill Irwin, 13-maliger Weltmeister und der erfolgreichste Tänzer aller Zeiten, gab dem staunenden Publikum spezielle Tipps. An diesen Seminaren konnte jeder teilnehmen, vom Weltklasse bis zum Hobbytänzer. Mein Thema heute ist FKK. Ich bin ein FKK-Fan. FKK bedeutet Füße, Knochen, Körper. So come here, walk, stop. From here, look at my downward hand. The knee position from Tan. Wie die Knie ist jetzt anfangen nach der Richtung von der Rechtsbring, es geht nach innen. Der Fuß, Knie und Hüfte ist senkrecht direkt übereinander. Das mit dem Knie und der Balance ist so schwierig, dass man diesen Tipp von Bill Irwin erst nach 10 Jahren intensiven Tanztrainings umsetzen kann. Marcus und Karen Hilton, mehrmalige Standardweltmeister, und natürlich Bill Irwin, der Große der Tanzszene, haben diese Probleme nicht mehr und können alles locker sehen. Zum ersten Mal hierher zu kommen. Ich war eingeladen. Nein, ich war während des Jahres, ich habe viele von meinen Schülern hat gefragt, meine deutschen Schüler hat gefragt, warum ich bin nicht dabei. Und so Harry Korn hat mich gefragt und ich habe ihm zugesagt. Und ich bin froh, ich habe das Einladung akzeptiert. Es bin ein super Turnier und ich bin sehr begeistert davon. Also doch, es war kein Gerücht. Er ist wirklich nach Mannheim gekommen, Bill Irwin. Der Bill Irwin, der 1967 von der englischen Königin zum Member of the British Empire ernannt wurde. Und das ist er. Für Turniertänzer ist Bill Irwin eine lebende Legende. Seine Karriere füllt ein ganzes Buch. In den 60er Jahren waren er und seine Frau Bobby das weltbeste Tanzpaar. 13 Mal wurden sie Weltmeister. Blackpool, das berühmteste Tanzturnier der Welt, gewannen sie 4-mal. 1968 nahmen sie Abschied vom aktiven Tanzsport. Zu Deutschland hatte der Schotte Bill Irwin immer eine ganz besondere Beziehung. Ich habe meine erste Weltmeisterschaft in der Deutschlandhalle in Berlin 1960 gewonnen. Und seit diesem Abend, ich war gefragt für Shows in Deutschland, für Training in verschiedenen Kongressen, die ich habe geleitet. Zum Beispiel ins Kloster, ich habe 21 Jahre Kongress ins Kloster geleitet und ich war vor 16 Jahren Sult. Ich bin Ehrenbürger vom Kloster, es war eine Ehrung für mich. Und dann ich hatte mit so vielen Deutschen gearbeitet, ich war fast jeden Monat, zweimal, dreimal in Deutschland. Bill und Bobby Irwin sind nach wie vor Weltreisende, zusammen oder auch getrennt, denn sie sind gefragt als Wertungsrichter, als Lehrer und auch als Trainer. Sie ist ein Geist mit Rock und mit einem Supermodel. Seine unkonventionellen Trainingsmethoden sind berühmt. Bei den German Open war Bill Irwin bisher noch nie. Gut, ich kenne den Bill selbst und persönlich schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist so, dass der Bill Irwin schon in England natürlich und überall in der Welt eine Macht ist, praktisch speziell im Standardsektor. Und es war nicht ganz einfach zu sagen, komm mal wieder nach Deutschland. Er war viele, viele Jahre eigentlich fast nur in Deutschland und hat jetzt bestimmt eine Pause von 6, 7 Jahren gemacht. Aber ich glaube, sowohl wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben und er fühlt sich sichtlich wohl. Und ich nehme an, dass wir hier mit den Bann gebrochen haben und ich nehme an, er wird zukünftig auch eine Institution bei uns wieder werden. Nach
Nach Mannheim ist Bill Irwin alleine angereist. Seinem Kennerblick entgeht nichts. Kein Schrittfehler, keine falsche Drehung, keine Haltungsschwäche. Er entscheidet mit, ob ein Paar in die nächste Runde kommt oder auch nicht. Für die Tänzer, ob Profi oder Amateur, ist es eine Ehre, von dem berühmten Bill Irwin benotet zu werden. Für ihn ist es Schwerstarbeit, denn er wertet bei fast allen Turnieren. Dennoch ist er voll des Lobes für die German Open. Ein super Publikum und ein Top-Class-Saal. Der Saal ist perfekt, war oben und unten. Und ein sehr gutes Niveau von den Paaren, ein perfektes Niveau von den Paaren. Mein Eindruck ist sehr, sehr positiv von der German Open. Bill Irwin ist jetzt 67 Jahre alt. Bei der Standard-Lecture, einer Demonstrationsstunde vor Publikum, begeisterte er seine Fans. Mit Witz und Humor zeigte er sein ganzes Können. Und hier er steht, total balanciert. Wir brauchen keine Arme hier. Der rechte Hüfte ist ein bisschen nach unten, der linke Hüfte geht automatisch nach oben. Der Körper ist perfekt balanciert, vom Kopf zu Fuß. Wenn Marcus Tanz zum Beispiel eine Feder. Als Tanzschüler von Bill Irwin waren sich selbst die Standardweltmeister Marcus und Karen Hill aus England nicht zu schade. Rechten Hüfte, rechten Fuß. Auch eine Feder hat eine gerade Linie und eine gerade Linie hat den Körper Mitte. Der Linksdreher hat den Körper Mitte. Der Federendling hat den Körper Mitte. Der Dreier-Set hat den Körper Mitte. Der Rechtsdreher hat den Körper Mitte. Und so er hat vor jedem Tag, der hat gerade getanzt, hat eine Neigung. Das kostet 35 Pfund. Wir hören so oft heute, es muss passieren worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit dem Tanzen gar nichts zu tun. So, ich höre diese schöne Musik und wir tanzen einen Throw-Wheel. Und ich würde gerne noch ein Slowlinger bleiben für noch ein Slowlinger. In Tango, und ich tanze in der Lunge. Ha! 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 Bill Irwin. Mit seinem ganzen Herzen ist er Tänzer und Vorbild für mehrere Generationen überall auf der Welt. Für die German Open ist er ohne Frage eine Bereicherung. Was ist mit Ihnen? Kommen Sie auch nächstes Jahr wieder? Ich bin noch nicht eingeladen.